Heute schauen wir uns gleich vier Feuerwehrmann-Sam-Fahrzeuge auf einmal an. Einmal den Jupiter, das Mercury Quad und unten im Wasser haben wir gleich nochmal zwei Fahrzeuge. Einmal den Hydras und einmal den Titan. Die haben alle vier die Gemeinsamkeit, dass sie alle ferngesteuert sind. Das heißt, ihr könnt die mit dieser Fernbedienung ganz einfach nach vorne und hinten fahren lassen und auch nach links und rechts. Das heißt, ihr müsst die nicht am Fußboden selbst schieben, sondern die fahren ganz von alleine. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Jupiter an. Heute schauen wir uns das Feuerwehrmann Sam Deluxe Jupiter Feuerwehrauto an. Mit dabei ist diesmal eine Lenkradfernsteuerung. Das heißt, ihr könnt das Feuerwehrauto ganz einfach, ohne es zu schieben, mit der Fernsteuerung am Fußboden rumfahren. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen es dann etwas genauer an. Einfach aus dem Karton rausziehen. Die Fernbedienung ist gestaltet wie ein Lenkrad, wie ihr es vielleicht aus dem Auto kennt. Mit jeder Menge Knöpfen, mit der ihr Sound und andere coole Funktionen aktivieren könnt. Aber jetzt nehmen wir erstmal das Feuerwehrauto raus und schauen uns das etwas genauer an. Vorne im Cockpit sitzen Elvis und Sam und oben habt ihr noch einen Rettungskorb. Um das Feuerwehrauto einzuschalten, müsst ihr unten einen Knopf betätigen und dann gehört es, erklingt die Titelmelodie von Feuerwehrmann Sam, leider in Englisch. Dann testen wir das Feuerwehrauto mal in Pointy Candy und in unserer Playmobil-Stadt aus. Viel Spaß! Dann schauen wir uns das Feuerwehrauto noch etwas genauer an. Mit der Fernsteuerung bzw. dem Lenkrad könnt ihr durch Lenkbewegungen das Rad nach links und rechts bewegen. Außerdem könnt ihr nach vorne und nach hinten fahren mit den Pfeiltasten. Und vorne haben wir, wie schon gesagt, den Elvis und den Sam abgebildet. Und oben haben wir noch den beweglichen Rettungskorb. Das wäre es dann von Jupiter. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Hydras. Viel Spaß! Heute schauen wir uns das Feuerwehrmann Sam Amphibienfahrzeug Hydras an. Das kann sowohl auf Land als auch auf Wasser fahren und ist ferngesteuert. Mit dabei ist dadurch auch natürlich eine Fernbedienung und vieles mehr. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen uns das Ganze mal in echt an. Ihr seht schon die Verpackung, die Fernbedienung auf der Rückseite und im Fahrzeug selbst sitzt eine kleine Feuerwehrmann-Sam-Spielfigur. Aber jetzt geht's richtig los. Ihr seht schon, ihr könnt den Hydras sowohl nach vorne und nach hinten bewegen, als auch lenken. Und der bewegt sich ganz einfach im Wasser fort. Seht schon, da ist ein kleiner Wassertank im Hydras versteckt. Mit dem könnt ihr das Wasser einfach rausspritzen und den Brand bekämpfen. Aber jetzt setzen wir den Hydras zuerst mal noch auf Land aus und schauen mal an, was er da so zu bieten hat. Steigungen kann er auch überwinden,
Wie ihr seht schon, im Vergleich, der Hydra ist ein wenig größer gehalten, wie die anderen Feuerwehrmann-Sam-Fahrzeuge. Aber auch auf Land lässt sich der Hydra super steuern. Kurven sind natürlich auch kein Problem. Dann schauen wir mal an, wie das Ganze funktioniert. Hinten seht ihr nochmal die Wasserspritze. Und mit der Fernbedienung, mit dem linken Hebel, könnt ihr den Hydrus nach vorne und hinten bewegen. Und mit dem rechten könnt ihr die Richtung ändern. Und der rechts oben ist für die Wasserspritzfunktion. Das wär's dann auch im Großen und Ganzen vom Amphibienfahrzeug. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem Mercury Quad. Viel Spaß! Heute schauen wir uns das Mercury Quad an. Das hat allerdings eine Besonderheit, und zwar ist dies ferngesteuert. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und testen es dann in der Praxis etwas genauer aus. Einfach das Quad mit der Verpackung rausziehen. Und hier sehen wir schon, mit dabei ist natürlich eine Fernbedienung, die wir zum Steuern des Quads brauchen. Der rechte gelbe Hebel ist zum Rechts- und Linksfahren und der linke Hebel zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die blauen Hebel haben leider keine Funktion. Jetzt ziehen wir noch das Quad an und schauen uns dann das Quad etwas genauer an. Und ihr seht, das Quad sieht aus wie in der echten Serie. Zum Verwechseln ähnlich. Nachher machen wir auch noch einen Vergleich zwischen dem Quad und dem Quad, das wir schon haben von Simba. Das ist etwas kleiner. Jetzt nehmen wir noch die restliche Verpackung ab und stecken die Antenne an. Und dann testen wir das Quad mal aus. Links- und Rechtslenken funktioniert schon mal. Jetzt muss nur noch Vorwärts- und Rückwärtsfahren funktionieren. Und auch das funktioniert. Dann würde ich sagen, testen wir das Quad mal im Pontependi aus. Viel Spaß! Dann haben wir hier beide Quads im Vergleich, links das von Simba, das ihr noch schieben müsst, das ich auch immer in den Filmen benutze, und rechts das von Dicky, das ihr natürlich mit der Fernsteuerung ganz einfach nach vorne und hinten bewegen könnt. Und zu guter Letzt haben wir noch den Titan. Viel Spaß! Heute schauen wir uns das Feuerwehrmann Sam Erzebo Titan an. Mit dabei ist eine Fernsteuerung, Wasserspritze, Blaulicht, eine Feuerwehrmann-Sam-Figur und vieles mehr. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen es uns in echt mal genauer an. Hier sehen wir schon, hier haben wir gleich die Fernbedienung auf der Rückseite der Verpackung. Die nehmen wir mal raus. Dann testen wir das Boot mal im Pontependi aus. Den Hebel, den blauen, der ist für die Wasserspritzfunktion. Wenn ich den jetzt drücke, spritzt vorne an der Düse Wasser raus. Und ihr könnt den Brand löschen oder zur Hilfe eilen. Wenn ihr den linken Hebel nach vorne drückt, fährt das Boot vorwärts. Und wenn ihr den rechten Steuerhebel bewegt, bewegt sich das Boot nach links oder rechts. Und oben seht ihr das Blinklicht. Und natürlich die Kugelspritzfunktion.
Genug getestet, würde ich sagen. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Hinten haben wir eine Wasserdüse. In der Seite schaut die Penny aus dem Fenster. Vorne steht die Feuerwehrmann Sam Spielfigur an der Wasserdüse. Vorne aus dem Fenster schaut der Tom Thomas und auf der anderen Seite sehen wir noch den Elvis. Und natürlich Verzierungen wie Rettungsringe, Blinklichter sind natürlich auch dabei. Hinten die Lenkfunktion macht so ein kleines Ruder. Wenn ihr den Stock bewegt, bewegt sich auch das Ruder nach links oder rechts und das Boot kann in eine beliebige Richtung fahren. Und angetrieben wird es durch die kleine Schiffsschraube hinten. Und fährt dann nach vorne oder nach hinten, je nachdem wie ihr den Hebel bewegt. Und die Wasserspritzfunktion vorne könnt ihr natürlich auch mit der Fernsteuerung steuern. Das wär's dann im Großen und Ganzen vom Titanboot. Damit haben wir alle vier Fahrzeuge durch. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.